Die Hochschule Trier bietet den Studiengang Physiotherapie, Technik und Therapie gemeinsam mit den beiden Physiotherapieschulen in Trier und in Koblenz-Montabaur an. Der Vorteil für die Studierenden ist, dass sie nach Abschluss ihres Studiums sowohl einen Abschluss als staatlich geprüfter Physiotherapeut haben, als auch ein Zeugnis als Bachelor. Dieses Konzept ist bundesweit einmalig. Das Know-how über die praktische Ausbildung insbesondere, die liegt einfach in den Schulen und da macht es einfach Sinn, dass das Know-how aus den Schulen genutzt wird mit dem akademischen und mit dem wissenschaftlichen Anspruch, den eine Hochschule einfach dann mitbringen kann. Wir haben hier ein absolutes Zukunftsfeld. Die Physiotherapie ist eine wichtige Säule. Die ist aus der Versorgung der Menschen einfach nicht mehr wegzudenken und auch zukünftig, denke ich, ein ganz wichtiger Baustein in der Versorgung der Patienten. In ganz Deutschland werden Physiotherapeuten gebraucht. Die Verknüpfung der Ausbildung und des Studiums werden dazu befähigen, gerade in den Bereichen der Physiotherapie dann auch entsprechende Positionen einzunehmen, die häufig dann auch an Führungspositionen gekoppelt sind, die aber auch in der Lage sein werden, halt die Physiotherapie als Beruf voranzubringen, letztendlich im Interesse der Behandlung, im Interesse des Patienten. Es geht einfach darum, dass wir uns nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter mit dem Thema beschäftigen, auch das wissenschaftliche Arbeiten lernen und einfach viel tiefer in die Thematik reingehen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich für diesen Studiengang entschieden habe. Weil ich gerne mit Menschen arbeite. Wofür ich mich sehr interessiere, sind halt eben kleinere Kinder oder behinderte Menschen. Und ich denke, dass mich dort auch wieder mein Weg hin verschlägt. Jeder hilft jedem. Das ist so das A und O bei uns. Besonders lukrativ finde ich, dass wir Ausbildungen wie manuelle Lymphdrainage oder auch die manuelle Therapie schon ein bisschen weitergebracht bekommen. Das Interessante an diesem dualen Studium finde ich, dass es sehr praxisbezogen ist, ich schon ein paar Scheine machen kann, die ich für mein späteres Berufsleben brauche. Ganz oft werde ich gefragt, warum muss man das denn jetzt unbedingt studieren, die Physiotherapie? Man muss das nicht studieren. Deutschland ist das einzige Land Europas, wo man Physiotherapie nicht studieren muss. Hier in der Region gibt es einen ganz, ganz einfachen und nachvollziehbaren Grund, einen Studienabschluss zu erwerben. In Luxemburg zum Beispiel dürfen Sie sich als Physiotherapeut selbstständig machen, wenn Sie entweder 4 Jahre Berufspraxis nachweisen oder einen Hochschulabschluss.